Hallo zusammen und ja, guten Morgen muss man ja sagen. Hier bei den Ellerbach Stories, neuer Tag ist hier angebrochen und ja, nach den doch etwas schockierenden Meldungen vom Unfall von unserem Schröder Junior sind wir hier erstmal unterwegs mit dem Grubber und werden jetzt noch das eine Feld grubbern. Es ist, ja, wie gesagt, neuer Tag. Es ist erntereif, aber es ist im Moment noch zu feucht zum Ernten. Also, das wird noch nix. Da müssen wir mal hoffen, dass es bald soweit wird. So, wir machen jetzt hier das eine Fältchen noch. Da ist ja hier hinten irgendwo, war das, glaube ich, auf der linken Seite. Genau, hier. Dann ist das nämlich auch vorbereitet soweit und dann sind wir durch mit Grubbern. Dann hoffen wir mal, dass eben die Feuchtigkeit aus dem Getreide geht, damit wir uns in die Ernte stürzen können. So, wir werden jetzt heute mal ausnahmsweise hier ohne GPS arbeiten, habe ich mir gedacht. Das kriegen wir auch mal so hin. Ich sag wirklich, was da jetzt mit dem Schröder, wie gesagt, erst der Senior verunglückt, tödlich, und jetzt hier der Junior auch. Hohoho, heftig, heftig, heftig. Eins müssen wir sagen, der Grubber hier, der ist wirklich gut. Scheibenegg oder was auch immer das für ein Gerät ist, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Müssen wir uns auch, und denke ich mal, um die Tiere kümmern. Das können wir auch noch machen, bevor wir vielleicht irgendwann an die Ernte ran können. Sind noch drei, vier Bähnchen, dann haben wir das hier schon fertig. Hat sich doch nach einem MB-Trag angehört, oder? Liege ich da falsch? Nee, gar nicht, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nach irgendeinem Traktor.
Jetzt einmal rückwärts hin, geht dieses schmale Dingens hier. Hat das auf einmal? Ah, perfekt. Perfekto. So, ab nach Hause. Der Grubber hat erstmal seine Arbeit getan. Wir brauchen ihn vermutlich. Nochmal gedacht, wir müssen ja noch Kartoffeln ansehen. Ich weiß nicht, ob wir die Maisfelder pflügen müssen oder ob wir da nur grubbern können. Das werden wir sehen, wenn wir geerntet haben. Dann heißt das jetzt einmal Tiere abchecken. Stellen die einfach mal kurz dahin. Also die Schweine werden auf jeden Fall Wasser brauchen. Das heißt, wir nehmen unseren Spezialwassertraktor. Tuckern mal darüber. Wir können ja auch gleich mal gucken, ob wir eventuell bei unseren Sortiermaschinen schon Schweinefutter haben, das wir auslagern können. Weil dann können wir damit die Tiere füttern. So, lass uns mal gucken. Der Schweinestall. Ja, gut, Wasser füllen wir auf. Oder das geht eigentlich noch. Die Hühner sehen auch gut aus. Dass das besser reinläuft, das Wasser. So, aber während der da macht, lass uns mal kurz hier. Uika! Einmal hier rüber. Schweinefutter, guck mal an. Kann ich auslagern? Wieso nicht? Müssen wir mal. Ja, da bin ich zu nah dran gestanden. Das ist nicht voll. Da haben wir auch noch keine. Aber immerhin einer ist mal so weit. Das heißt, wir müssen hier dementsprechend. Ja, nehmen wir erstmal das Schweinefutter. Ballern wir das erstmal im Stall. Gucken wir, ob wir noch was im Lager haben. Dann könnten wir das mitnehmen. Ich meine, da haben wir noch irgendwie so ein paar Liter drin gehabt. Ach, 142 Liter. Keine Ahnung, wie viel wir jetzt da brauchen. Werden wir gleich sehen. Sollten aber vorher gehen da weg. Ah, da müssen wir definitiv uns um die Kartoffeln weiter kümmern.
Guck mal, hätten wir die 142 Liter nicht mitgenommen, wären wir jetzt leer. Ach ja, ich liebe das so. Das heißt, wir machen erstmal die Dinger hier leer und dann füllen wir sie wieder auf mit frischen gewaschenen Kartoffeln. Das ist halt jetzt erstmal eine langwierige Arbeit, aber es bringt halt nachher das gute Geld. Also das dürfen wir einfach nicht vergessen. Also, es lohnt sich. Definitiv, würde ich sagen. Was wir uns vielleicht irgendwann mal holen könnten, ist für die Waschanlage ein Förderband zum Beispiel. Dass da eben schneller beladen wird. So. Dass wir da einfach mit dem Kipper ranfahren können und. Hier gibt es keine mehr. Er ist schon leer. Mal gucken, wie schaut es da aus. So, aber dann würde ich sagen, jetzt erstmal gewaschene Kartoffeln holen. Dann lass uns aber mal ganz kurz. Lass mich mal durch. So. Fast 30.000 haben wir schon sortiert. Und was haben wir noch an Kartoffeln hier? Kartoffeln 145.000. Ja. Und wie gesagt, wir müssen ja einiges an Kartoffeln übrig behalten für die Aussaat. So, die Waschanlage fängt auch wieder an zu laufen. Wir müssen noch gucken, was wir bei den Pferden eventuell machen müssen, ob wir da noch hin müssen. Zum Füttern. Pferde. Sieht eigentlich gut aus. Nee, müssen wir nicht. So, komm. Immer schön weiterarbeiten. Eins.
Hallo Heinrich. Ich habe mir deinen Düngersteuer gemobst, ne? Ja, hab ja gesagt, kannst du nehmen, wenn du brauchst. Was kriegst du dafür? Ach, das Laschstück. Okay, ich stelle mir voll wieder hin. Jo, danke dir. Jo. Tschüss. Doch, so, kommt man auch an Dünger. Das ist gut. Ah, der hat's da. Gucken wir mal kurz hier. In 20%. Ah, das dauert noch. Mann. Aber wir können trotzdem schon mal den Drescher vorbereiten gleich. Dann machen wir das Maisgebiss dran, stellen den schon mal bereit hier. Und dann sehen wir weiter. Aus. So. Schneidwerk lassen wir einfach kurz hier liegen. Eieieiei, ist das ein Koloss hier? Ein kleines Kolösschen, muss man ja schon fast sagen. Aber er leistet einfach gute Dienste. Das kann man nicht anders sagen. So, Schneidwerk dran. Beziehungsweise Maisgebiss heißt es ja in der Fachsprache. Können ja mal testen. Testen einfach mal, vielleicht geht's ja. Der Drescher nicht, wenn es zu nass ist. Okay, dann nicht. Dann nicht. So, dann hatten wir den aber vorne wieder zu. So, wir haben hier Eier. Na. So. Das Ding muss weg. Wir können demnächst mal wieder Mist verladen. Wir müssen uns um die Sauberkeit kümmern. Das ist hier na klar auch nicht so schön. Das müssen wir auf jeden Fall auch machen. Oh, wir könnten auch Strohballen einfach mal hier reinhauen. Also geht. Wobei Strohballen sind vielleicht besser bei den Pferden aufgehoben. Aber ihr Lieben, ich gucke schon wieder auf die Uhr, wir sind schon wieder am Ende für heute. Am Sonntag geht's weiter, genau. Sonntag, nächste Folge, dann schauen wir mal, ob wir endlich dreschen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben, und tschüss.